Herzlich willkommen zur ersten Energiewende-Session auf der Bits und Bäume. Bitte rutscht durch in die Mitte, damit Leute nachrutschen können. Das hat schon gut funktioniert. Sind ja nicht alle pünktlich. Räume müssen erstmal gefunden werden. Ich bin Hendrik Zimmermann von Germanwatch und wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde Zeit, um einen kurzen Überblick über die wichtigsten Knackpunkte zum Themenbereich digitale Energiewende auf der Bits und Bäume zu bekommen. Und zu erfahren, welche spannenden Formate zur digitalen Energiewende uns auf der Bits und Bäume noch so alles erwarten. Zunächst wird Professor Bernd Hirschel kurz ins Thema einführen und dann haben wir 10 verschiedene Pitches, in denen die Organisatorinnen der verschiedenen Sessions zur digitalen Energiewende auf der Bits und Bäume ihre Beiträge kurz vorstellen werden. Und Ziel ist es, dass sie alle nach diesen 40-sekündigen Pitches besser entscheiden können, zu welchen Sessions zur digitalen Energiewende auf dieser Konferenz ihr und sie gerne gehen wollt. Welche Sessions eure Zeit verdienten quasi. Professor Bernd Hirschel steht hier schon neben mir. Er ist Forschungsfeldleiter für Energiethemen am IEW, am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Promovierter Politikwissenschaftler und Diplom-Wirtschaftsingenieur, befasst sich seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren mit Energiethemen und hat auch zum digitalen Energiesystem publiziert. Und ich würde jetzt direkt übergeben an dich, Bernd. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Wir haben ja leider nur eine halbe Stunde und das auch noch nicht mehr ganz. Ich weiß nicht, ob das hinten dran gehängt wird. Mein Einführungsvortrag, wo ich euch ganz viel zu diesem Thema präsentieren wollte, ist insofern zusammengeschrumpft auf 7 Minuten. Also ihr habt eine Halbstunden-Session mit gleich noch viel kleineren Pitches vor euch. Das heißt, ihr müsst euch jetzt konzentrieren. Tut mir leid. Ich fange an. Wir steigen ein in dieses Thema, was hat Digitalisierung mit Energiewende zu tun und was hat all das beides gemeinsam mit Nachhaltigkeit zu tun? Steigen wir erstmal mit Energiewende und Digitalisierung ein. Das sind 2 Megatrends, die natürlich unabhängig voneinander entstanden sind irgendwann mal, die aber mittlerweile immer mehr zu, ich nenne das mal, siamesischen Megatrends verschmelzen. Kann man das sehen? Ja, ich hoffe. Und sie sind natürlich ein wenig Janusköpfig, das heißt also, da steckt einiges an Spannungsfeldern drin. Eine ganze Reihe von Chancen, über die viele Akteure reden und natürlich auch ein paar Risiken, ich will gleich auf ein paar eingehen. Ein ganz wichtiger Zusammenhang zwischen diesen beiden ist, im Regelfall dreht sich bei Energiewendethemen ja sehr viel um Strom und das ist auch bei diesem Konnex mit der Digitalisierung so, der ist am wichtigsten im Stromsektor und die Stromwende braucht Digitalisierung und die Digitalisierung braucht eine ganze Menge Strom, da haben wir schon das erste ökologische Problem. Die Elektrifizierung, um eben mal diesen Strom hervorzuheben, und Digitalisierung sind deshalb so bedeutend, weil sie in allen anderen Infrastrukturen hineingewandert sind. Sie prägen alle anderen Infrastrukturen und insbesondere die kritischen Infrastrukturen. Deswegen sind das so bedeutende Megatrends. Das Ganze passiert aber nicht ungesteuert, sondern wir haben einen Rahmen. Also es ist ein bisschen anders als im Rest der Internetwelt, wo man ganz oft sich die Phänomene anguckt und dann hinterher regulieren muss. Im Energiebereich haben wir ein sogenanntes Energiewirtschaftsgesetz, was einige Vorgaben macht und jetzt neu das sogenannte Digitalisierungsgesetz, was eben erstmalig so einige Bereiche im Digitalbereich regelt. Deshalb funktioniert auch noch einiges nicht, was sich viele Leute, die in diesem Feld unterwegs sind, so vorstellen. Es passiert einiges in der Energiewirtschaft. Bevor ich jetzt auf so ein paar Beispiele eingehe, die im Energiesystem natürlich eine Rolle spielen, will ich erstmal die klassischen transformativen Dinge in der Energiewirtschaft betrachten. Da passiert eine ganze Menge, was ansonsten in der Industrie auch passiert, entlang aller Prozesse und Wertschöpfungsstufen bei Energieversorgern und Netzbetreibern. Da steht im Vordergrund natürlich Prozesse effizienter machen. Da spielt Big Data eine ganze Menge Rolle. Künstliche Intelligenz wird schon eingesetzt und soll noch viel mehr eingesetzt werden. Smart Meter sind natürlich ein ganz wichtiger Begriff, aber gar nicht so ein wichtiges Thema, wie man denkt. Smart Grids natürlich und viele neue innovative Geschäftsmodelle und Internet of Things, was im Energiebereich Internet der Energie heißt. Das hält da alles Einzug. Bei den Akteuren selber verändert sich auch einiges, weil die großen
Internetkonzerne zum Beispiel haben natürlich das Problem mit der Stromversorgung auch schon zum Teil erkannt. Apple zum Beispiel behauptet, dass es sich mittlerweile zu 100% mit Ökostrom versorgt. Das heißt, da sind viele neue große Akteure in diesem Feld unterwegs und auch viele kleine, ne, viele kleine Startups. Wenn man sich die Startup-Welt anschaut, dann ist das mittlerweile das größte Feld im Energie- und Energiewendebereich. Ein Telekom-Manager hat mal gesagt, die Energiewende ist das größte IT-Projekt, was wir weltweit haben. Also insofern auch da die Verschmelzung im Wirtschaftsbereich ziemlich groß. Und das hat als ein Thema, ein Sonderthema in dem Bereich natürlich auch was mit Veränderungen in der Arbeitswelt, was die Energieversorger zum Beispiel feststellen. Auch das wird, glaube ich, am Rande in anderen Sessions auf dieser Konferenz mitdiskutiert. So, jetzt mal zu ein paar Beispielen. Ein Beispiel, was gerne im Vordergrund steht über Smart Meter, aber viel mehr noch über Apps, kommen Smart Home Anwendungen ins Leben. Die haben eine Reihe von Potenzialen, aber ein bisschen andere, als man so denkt. Auch da geht es im Vordergrund um Effizienz, um Einsparung, auch um Komfort. Es ist mehr das Thema Wärmepumpen und Power-to-Heat und Elektromobilität als das, was man früher diskutiert hat. Früher hat man da mit Kühlschränken und Waschmaschinen sich Sachen überlegt. Das wird so nebenbei und vielleicht ein bisschen passieren, aber eine viel größere Bedeutung hat das mit diesem Thema Sektorkopplung. Hier ist jetzt der Zeilenumbruch verrutscht. Die Problemfelder stehen eigentlich auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben hier natürlich mehr Verbrauch. Diese Rebound-Thematik ist damit drin und die Frage, wie verträgt sich das mit Suffizienz? Datenschutz ist da jetzt ein bisschen versteckt, weil die Formatierung zerlegt wurde. Aber ganz wichtiges Thema natürlich dabei, wenn wir in das Haus reinkommen, wenn wir Informationen über das Zuhause in die Internetwelt verbreiten, dann haben wir hier mit Datenschutz und Datensicherheit zu tun und da ganz unten drunter Akzeptanz, ganz wichtig, versteckt sich eben nicht, sondern wird die Frage der Chancen und Grenzen von Smart-Home-Anwendungen natürlich maßgeblich beeinflussen. So, mal sehen, wie das mit der Formatierung weitergeht. Wichtiges weiteres Thema, was erst in der Entwicklung ist und wo eben die Rand- und Rahmenbedingungen des Energiewirtschaftsgesetzes zuschlagen, das ist das Beispiel Plattformen und am Ende diese Vision von Peer-to-Peer-Prosuming. Auch hier wieder Blick auf Potenzialfelder. Das ermöglicht, also Plattformen anders als das, was reines Geschäft der Energieversorger früher war, würden ermöglichen, dass wir auf regionaler Ebene Energiemärkte generieren können, um Energie an Endkunden zu liefern, Flexibilität zu managen, Systemdienstleistungen vielleicht auch anzubieten, also grüne Energie vor Ort erzeugen, dort verbrauchen und auch ausgleichen. Das ist so das Kernthema dabei. Auch da wieder Sektorkopplung, weiß nicht, ob das allen hier geläufig ist, aber das ist die Verbindung zwischen Strom, Wärme, Verkehr, woraus wir eine ganze Menge an Effizienz und Flexibilität gewinnen können, das würde dadurch hervorragend vorankommen können und auch das Prosuming zu Hause. Und da sind wir bei dieser Vision Peer-to-Peer, also zu Hause Solarstrom erzeugen, und das, was ich nicht verbrauche, kann ich dem Nachbarn vermitteln. Das ist so die Peer-to-Peer-Version, die durch Blockchain eine neue Dynamik in der Debatte erstmal bekommen hat, noch nicht so sehr in der Anwendung. Da ist eben die Vision, dass durch solche Blockchain-Geschäftsmodelle die alte Energiewirtschaft abgelöst wird. Das ist ein so ein Credo dabei. Problemfelder müsste jetzt wieder auf der anderen Seite auftauchen. Im Moment ist diese Dezentralvision so noch überhaupt gar nicht machbar. Der Strommarkt ist derzeit eher zentral organisiert. Wir haben eigentlich keinen adäquaten Rechtsrahmen, dass solche Modelle in großer Fläche in den Markt kommen. Das ist durchaus begründbar und hat auch durchaus gute Gründe, aber wir haben hier erstmal ein paar Versuchs- und Pilotprojekte und einen Sonderrahmen, in dem da was ausprobiert wird. Und warum da nicht so viel vorangeht, hat auch damit zu tun, dass wir sehr kontroverse Debatten haben, wo das eigentlich hingehen soll, der Rechtsrahmen, die Regulierung des Stromsystems in Zukunft, und es gibt eigentlich kein klares Bild. Ein Problemthema dabei ist, wie soll denn in einer zum Beispiel Peer-to-Peer geprägten Welt oder Plattformwelt Versorgungssicherheit sichergestellt werden? Wer macht das? Wie verändern sich die Rollen? Und wer profitiert, ist natürlich die Hintergrundmusik dabei bei diesen ganzen Kontroversen. Wir haben natürlich auch einen ziemlich hohen Energieverbrauch, das habe ich eingangs schon angesprochen, durch sowas wie Blockchain und auch Cloud-Lösungen. Geht immer mal durch die Medien, dass zum Beispiel die Bitcoin-Erstellung so viel Strom verbraucht wie ganz Dänemark. Also das sind schon beachtliche und zu berücksichtigende Größenordnungen. Letzter Punkt, den ich hervorheben möchte, Digitalisierung im Stromsystem bedeutet natürlich, dass wir uns viel verwundbarer machen. Klicke ich mal schnell auf. Wir haben eine ganz neue Qualität von Verwundbarkeit durch die Digitalisierung und die übersteigt auch das Maß, was wir durch die Fluktuation von Wind und Sonne haben. Das ist eher Business as usual, das können die Energieversorger und Netzbetreiber. Aber durch die Digitalisierung kommt eine sogenannte inhärente Verwundbarkeitsgefahr. Wir werden uns nie komplett gegen Hackerangriffe schützen können
Und was wir vermeiden sollten, das ist deswegen dieses Buch, was ich Ihnen ans Herz lege oder euch ans Herz lege, einen großflächigen, langanhaltenden Blackout, das ist die Gefahr. Und das ist da drin ganz gut beschrieben. Insofern Resilienz spielt eine große Rolle, nimmt auch in der Branche so langsam an Fahrt auf mit dem Fokus auf IT-Sicherheit, also die Systeme möglichst sicherer machen. Das reicht aber nicht. Wir brauchen einen strukturellen Ansatz. So eine zellulare Systemarchitektur kann eine Lösung dafür sein, die auch eine Reihe von Co-Benefits mit sich bringt. Das wollen wir auch in Sessions hier mitdiskutieren auf dieser Tagung. Und damit bin ich am Ende. Schlusssatz, noch ein Konnex quasi zwischen Digitalisierung und Klima. Wenn soziale Netzwerke tatsächlich dazu beitragen, dass wir zunehmend mehr Populisten haben, dann ist das möglicherweise sogar die größte digitale Bedrohung für das Klima. Aber das so als Schlussgedanke ein bisschen abseits davon. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Bernd Hirschel. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein bis zwei kurze, wirklich kurze Verständnisfragen zu stellen. Ich weise darauf hin, Verständnisfragen sind keine Co-Referate. Dafür haben wir nämlich die Zeit nicht. Also ein Co-Referat werde ich unterbrechen. Wer hat denn eine Rückfrage zu diesem Vortrag? Ich. Alles verstanden? Alles klar. Alle Begriffe klar, die verwendet wurden? Es waren ja schon eine Menge Fachbegriffe dabei. Gut, wenn alles klar ist, dann werden zusätzliche Fragen entstehen. Die können dann natürlich in den einzelnen Sessions noch gestellt werden, die wir hier auf der Bits und Bäume haben, wo das Ganze ja vertieft diskutiert wird. Deswegen möchte ich jetzt überleiten zu der Vorstellung dieser Sessions. Also was gibt es alles auf der Konferenz Bits und Bäume zur digitalen Energiewende? Dazu genau, exakt die. Genau. Da haben wir nämlich eine kleine Übersicht. Welche Sessions haben wir alle da? Und wir beginnen damit mit einer spannenden Podiumsdiskussion, die direkt im Anschluss an diese Session auch in diesem Raum hier stattfinden wird. Also wenn ihr Interesse an dieser Session habt, bleibt einfach hier, bleibt einfach sitzen. Da werden wir das Spannungsfeld von Energiewende und Datenschutz in den Blick nehmen. Wir werden tolle Leute auf dem Panel haben. Ein Techniker, der uns zeigen wird, was durch intelligente Messsysteme alles über das Verhalten im Haushalt, was man darüber alles herausfinden kann. Wir werden Energiewende-Spezialistinnen hier haben von der Agora Energiewende und von CO2 Online und einen Rechtsexperten und auch einen Verbraucherschützer. Also einfach nach dieser Session hier bleiben und etwas über Energiewende und Datenschutz erfahren. Das war jetzt schon mal sowas, wie ein Pitch aussehen kann. Das war jetzt der erste Pitch, den ich gegeben habe. Jetzt leiten wir über zu anderen Pitches. Denn nach der Mittagspause um 15 Uhr, wie ihr hier auch sehen könnt, vielleicht können wir das noch in groß aufspielen, in Ganzansicht. Nach dem Mittagessen um 15 Uhr gibt es im Raum Erle nämlich die Session Meine Stromdaten und ich. Und die wird Jürgen Blümer vorstellen, hat die organisiert. Der steht da hinten und bekommt jetzt hoffentlich ein Mikrofon zugeführt. Okay, alles zur Technik mit Jürgen Blümer, Meine Stromdaten und ich. Danach haben wir um 15.30 Uhr in diesem Raum hier, Clojure,
Holger Löw vom Bundesverband Erneuerbare Energien, der wird die Frage beantworten, ist eine umfassende Digitalisierung Voraussetzung für ein CO2-freies Energiesystem? Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Holger Löw. Ich arbeite seit einigen Jahren beim Bundesverband Erneuerbare Energien und damit natürlich auch direkt mit der Energiewende zusammen. Wir haben gerade schon gehört, Stromversorgung und Digitalisierung, zwei Megatrends bei diesen Wort, da dreht sich mir immer alles um, da denke ich, da soll mir irgendwas untergeschoben werden, damit ihr in der Lage seid, vielleicht euch eine eigene Meinung zu diesen Megatrends zu bilden, möchte ich erstmal ein bisschen die Grundlagen und Strukturen schaffen, um sich überhaupt eine eigene Meinung bilden zu können. Also was kommt da auf uns zu, was bedeutet Energiewende, was bedeuten viele Fluktuierende im Netz und wo kann man eventuell Digitalisierung benutzen, wo müssen wir aufpassen als Zivilgesellschaft? Und wo sind einfach vielleicht auch andere Interessen im Spiel, die nichts mit Dekarbonisierung und Energiewende zu tun haben. Okay, vielen Dank, Holger Löw. Dann im Anschluss um 15.45 Uhr, Applaus natürlich, im Anschluss um 15.45 Uhr im Raum Erle, das digitale Eigenheim 2025 von Moritz Steinbeck von CO2 Online. Der erste hinten. Alles klar, super, vielen Dank. Dann im Anschluss um 16 Uhr wieder in diesem Raum hier. Open Science als Weg zur Energiewende-Partizipation. Da habe ich zwei Namen, Sarah Berendes und Frank Hellmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Mit Mikro ist besser, ja. Okay, ganz anderes Pitch-Format. Energiewende jetzt. Skandiere ich auf den Straßen und die Fakten dazu liefert mir die Wissenschaft. Ist das so? Unzählige Publikationen, die nicht frei zugänglich sind und wenn doch, dann Ergebnisse, die aus Daten und Modellen generiert werden, die, sorry, entweder Betriebsgeheimnis oder teuer lizenziert sind. Könnt ihr diese Blackbox nicht endlich mal offenlegen? Wenn ihr mehr über Open Science oder erfahren wollt oder vielleicht schon konkrete Ideen habt, wie Open Science euren Aktivismus unterstützen kann, dann kommt zu unserem Vortrag um 16 Uhr, ob die Energiewende Open Science als Weg zur Partizipation vom Rainer-Lehmann-Institut und PIC, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wir freuen uns. Super. Vielen Dank. Also Blackbox öffnen mit Sarah Berendes. Dann um 18 Uhr im Raum Kokos heute, The Power Grid. Genau, Lia Strenger ist rechtzeitig reingehuscht gerade, super. Alles klar, TU Berlin. Sorry for being late. So our session will be power grid enabler or bottleneck of the energy transition because we really want to have to focus on the power grid itself and what a sustainable power grid could look like. And we will first give like a little overview on the technical challenges that the grid is facing at the moment and the stakeholders that are holding it back or trying to drive it forward, but maybe don't have the chance with the current regulation at the moment. And yeah, I invite you all to come and have this discussion with me, like to find maybe like a position from like a sustainability point of view. Is there a sustainable power grid and what does that mean? Yeah. Also, nachhaltiges Energienetz. Super. Dann geht's am Sonntag weiter, also morgen früh um 10 Uhr im Raum Kokos, der vernetzt-zellulare Ansatz für die Energiewende, Eva Schmidt von Germanwatch. Vielen Dank. Der vernetzt-zellulare Ansatz für eine dezentrale und digitale Energiewende umsetzen, da fehlt eigentlich jetzt noch das Doppelpunkt, warum und wie. Wir haben gerade schon im Vortrag von Bernd Hirsche gehört, dass eine zellulare Systemarchitektur eine Chance sein könnte für ein besonders resilientes Energiesystem. Was steckt dahinter? Früher,
Beispiel in Zeiten von Kohle und Atom ist sozusagen die Systemarchitektur von oben nach unten gedacht, top-down, mit Erneuerbaren, die im Verteilnetz, also auf der untersten Systemebene angeschlossen sind. Vornehmlich ändert sich sozusagen die Logik, man denkt mehr von unten nach oben. Und jetzt ist die Fragestellung für diese Session, kann man das nicht beides zusammen denken, also vernetzt und zellular, also sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, wie man das umsetzen könnte, dass man mehr in diese Richtung sich entwickelt. Ausdrücklich sind eingeladen Menschen, die keine Ahnung von Energiesystem und Energiewirtschaft und Erneuerbaren und all diesen Dingen haben. Man kann da auch mit einfach nur Common Sense sozusagen sehr viel weiterkommen, und wir sind vor allem eben auch genau daran interessiert, von Leuten, die noch nicht in der Debatte die ganze Zeit drin sind und sozusagen schon betriebsblind sind. Genau, wir freuen uns auf morgen. Es ist ein interaktiver Workshop. Also interaktiv auch für Leute, die nicht in der Debatte sind, oben, unten, vernetzt und zellular. Dann zeitgleich in der Erle um 10 Uhr die Programmierung eines Halbwegs-Smart-Meters. Katrin Leinweber ist schon aufgestanden. Ja, solange man den Stromverbrauch noch analog ablesen kann, möchte ich ein kleines praxisnahes Beispiel vorstellen für alle Leute, die gerne programmieren lernen möchten. Wir werden die ersten Schritte in der Programmiersprache R nehmen, deswegen auch der Raum Erle. Also kommt vorbei, wenn ihr gerne programmieren lernen wollt. Danke. Super, Programmiersprache R im Raum Erle. Dann um 12 Uhr im Raum Kokos, P2P Energy Trading as Enabler for Local Energy Communities, Ursula Papayak von Germanwatch. We're going to talk about peer-to-peer energy trading platforms, most of them based on blockchain. We're going to start by presenting the regulatory framework from the European Union's perspective. Then we're going to go into presenting four different practices, one of them from Spain, two of them from UK, and one perhaps from Poland as well. And then we're going to move into the discussion where we're going to talk about the challenges that have been mentioned before during the presentation. Join us if you're an expert or if you have absolutely no idea what I'm talking about. Really looking forward to have you around. Also noch ein Workshop für Leute, die keine Ahnung haben und Leute, die ihre Ahnung, ihr Wissen teilen wollen. Last but not least, um 12 in der Erle, Digitalisierung zur Steigerung von Energieeffizienz und Energiesuffizienz im Haushalt mit Svante Gers vom IOW. Svante. Ja, genau. Wir nehmen auch alles, was wir kriegen können an Leuten. Nein, wir sind natürlich wählerisch. Wir wollen nur die auch Interesse haben. Unser Thema ist Digitalisierung zur Steigerung von Energieeffizienz und Suffizienz im Haushalt. Ist also schon ein sehr langer Titel, und wir wollen in kleinen Gruppen uns ganz konkrete Beispiele angucken, wie so kleine Digitalisierung, sage ich mal, stattfinden kann im Haushalt. Also was gibt es für kleine Ansätze, wie man durch Digitalisierung im Haushalt vielleicht Energie sparen kann, also suffizienter werden kann, oder wie man effizienter werden kann, also die Energie geschickter nutzen kann. Wir wollen aber auch darüber diskutieren, passiert das denn wirklich? Also, und da kann man dann mal sich auch ab und zu an seine eigene Nase fassen und gucken, was passiert denn mit einem wirklich, wenn ich jetzt sowas habe, wie oft gucke ich denn mir eigentlich sowas an, wenn das nur eine Visualisierung ist, oder brauche es vielleicht doch einen Steuerungsimpuls, also braucht es vielleicht auch eine Automatisierung und mehr Digitalisierung bei mir zu Hause, damit es langfristig eine Wirkung hat. Und das wollen wir mit allen, die Lust haben, diskutieren in kleinen Gruppen. Also jeder darf was sagen. Yay! Ganz partizipativ, und alle sind herzlich eingeladen. Ja, partizipativ und zu Hause quasi, also alles dabei, konkret betroffen um 12 in der Erle. Okay, vielen Dank an alle, die ihre Sessions präsentiert haben. Danke auch nochmal an Bernd Hirschel.
Gibt es jetzt noch, wir haben noch ein bisschen Zeit, gibt es jetzt noch Fragen zu einzelnen Sessions, die vorgestellt würden, oder doch noch eine Frage an Bernd Hirschel? Dann ist jetzt die Chance, noch eine Frage zu stellen. Okay, scheint doch, da ist eine Frage. Vielleicht aufstehen besser, wenn es ohne Mikrofon ist. In Ihrem Vortrag war Sicherheit ein großes Thema, aber das wurde jetzt in den gepitchten Vorträgen zumindest nicht so fasst oder korrigiert mich, ob ihr das aufnehmt, aber ich hatte es jetzt in keinem gepitchten Vortrag gefunden. Okay. Zu Sicherheit und Sicherheit des Energiesystems. Okay, also ist doch ein breites Thema. Gut. Ich sehe drei Meldungen von Leuten, die, glaube ich, andeuten wollten, dass in ihrer Session Sicherheit ein Thema ist. Also im Einzelnen müssten das ja die Kolleginnen und Kollegen beantworten, die die Sessions durchführen. Aber ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle ein paar Ansätze drin, beispielsweise der Workshop zum vernetzt-zellularen Ansatz beschäftigt sich ja explizit deshalb damit, weil die These da drin steckt, dass das resilienter ist. Dass dieser Ansatz nicht nur was Effizienz, sagen wir mal, die effiziente Nutzung einer digitalen Energiewelt angeht, besser ist, insofern eben den Effizienzgedanken mit sich bringt, sondern weil da eben dieser wichtige Co-Benefit da drin ist, dass das resilienter ist. Dass für den Fall, dass das System zusammenbricht, wir auf einer zellularen Ebene dann leichter die Möglichkeit haben, sozusagen analog und offline das System weiter zu betreiben. Ja, also als ein Stichwort. Insofern steckt das da als Grundmotivation mit drin. Bei vielen anderen, klar, sieht es erstmal so aus, als ob da die Chancen im Vordergrund stehen, aber ich vermute mal, dass da eine ganze Menge auch über die Risiken mitdiskutiert wird. Und es gibt, das vielleicht noch als Ergänzung dazu, das ist ja eine Auswahl von denen, wo Energie draufsteht. Es gibt vielleicht noch den ein oder anderen die ein oder andere Energiesession dazu. Und es gibt natürlich ganz explizit zum Großthema, zum Megathema, um das nochmal aufzugreifen, das Wort Datenschutz ja auch einen eigenen Strang. Ne? Ja, insbesondere zum Datenschutz, aber auch zum Beispiel zur Mobilität gibt es noch einiges. Also wenn wir in die Sektorkopplung reingehen, gibt es noch Veranstaltungen, die eher im blauen Strang verortet sind, die hier nicht aufgeführt sind. Also wer in die Mobilität noch stärker rein möchte, genau, sollte sich im blauen Strang auch nochmal umgucken. Da ist noch eine letzte Meldung, die würde ich noch dran nehmen. Oder ich habe ja einen Zähler dabei, der auch die entsprechenden Sicherheitsfeatures der Zähler, die ihr alle bekommt, mit aufweist. Und ich kann euch zeigen, wie die funktionieren. Also wer an Sicherheit interessiert ist, ist eigentlich bei mir in dem richtigen Workshop. Alles klar. Toll, wie ihr alle Werbung macht. Das finden wir super. Viel Spaß euch allen bei der jetzt hier folgenden Session, wenn ihr bleibt. Energiewende und Datenschutz. In wenigen Momenten geht es hier auf der Bühne weiter und viel Spaß natürlich auch euch allen bei den ganzen anderen Sessions, die wir zum Thema digitale Energiewende haben. Dankeschön.